Bäcker sind eine ökonomische Weltmacht. Ein gutes Unternehmen hat genauso wie ein gutes Brot Substanz. Ich glaube sogar, dass in Zukunft, in den nächsten Jahren, die Ethik eine Chance ist, erfolgreich zu sein. Gutes Brot tut gut und sieht nicht nur gut aus. Ein gutes Unternehmen ist nicht nur schick nach außen, sondern ein gutes Unternehmen hat genauso wie ein gutes Brot Substanz. Und die Substanz ist die Seele von einem Unternehmen. Ist das, warum tue ich es? In meinem Buch geht es erstmal darum, richtig methodisch zu schauen, was ist ein ethischer Ansatz der Unternehmensführung, also welche Methoden kann man wirklich anwenden. Das wird ein bisschen beschrieben. In meinem Buch geht es um auch die konkrete Umsetzung, wie das bei uns im Unternehmen aussieht oder wie ich auch in der Unternehmensberatung erlebt habe, wie man sozusagen das menschliche Antlitz in Organisationen bringen kann und auch sozusagen implementieren kann. Bäcker sind eine ökonomische Weltmacht. Erstens, weil wir extrem viel Kunden haben, weltweit. Zweitens, weil wir uns mit dem beschäftigen, was alle brauchen oder die meisten Kunden, nämlich nehmen Kundennahrungsmittel. Drittens, weil wir sozusagen Hüter von Kultur- und Wertschöpfungsketten sind, vom Getreide bis zur Veredelung vom Brot. Das gibt es seit Menschheitsgeschichte, das gehört dazu. Was ich festgestellt habe, ist, dass sozusagen das Thema, also ich finde, Arbeitsräume sind immer auch Seelenräume und dass das sehr oft fehlt. Das ist Funktionsräume, sind Funktionsrollen. Und das finde ich schwierig, wenn man den Menschen nicht nur als Homo economicus sieht, sondern als ganzheitlichen Menschen. Und der Mensch soll immer und muss immer im Unternehmen durchschimmern. Wenn Sie ein Unternehmen haben, wo ausschließlich die beruflichen Rollen im Vordergrund stehen, kippen Sie menschliche Seele ab. Das habe ich unheimlich oft in der Unternehmensberatung erlebt. Auf der Ebene der Zahlen ist es eindeutig so, dass wir sagen, es geht nicht nur um Rendite, wir reden von einer Mindestrendite und begrenzen die Rendite. Also ab 5% Rendite wird bei uns geteilt. Das heißt, mit den Mitarbeitern und zum Beispiel mit den Landwirten. Die Wertschöpfungspartner, das sind die Bauern, die Müller, unsere Mitarbeiter, wir Management und unsere Kunden, wir sehen uns als Partner. Und wirtschaften bedeutet, einen Ausgleich zu schaffen, genauso wie Sie beim Brot gucken müssen, wenn Sie einen Sauerteig haben, zwischen verschiedenen Essig- und Milchsäuren und Hefen, müssen Sie auch einen Ausgleich finden. Das ist sozusagen die Kunst des Backens und die Kunst der Unternehmensführung ist das sehr ähnlich. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe zwei tiefe Lebenskrisen gehabt, also mit zweimal kurz vorm Tod. Und wenn Sie das noch erlebt haben und dann wissen, ey, das Leben hat ein Ende und Sie vom Ende her denken, dann werden Sie nie denken, wie viel Geld hatte ich, sondern Sie werden immer denken, wie viel Freude, wie viel Kraft, wie viel Mut habe ich gemacht, was konnte ich teilen, was konnte ich positiv, nicht nur für mich, sondern für andere bewegen. Das sind die eigentlichen Erträge.